Ja, herzlich willkommen zurück bei Sengoku und Zwischenaufnahme. Wir haben Sommer. Ja, genau. Wie ihr sehen könnt, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser gebaut. Genau, in weiser Voraussicht. Dass wir eventuell, wenn wir auf Reisen gehen, ja, dass wir ein paar Flüchtlingen sagen, kommt mal ran hier, wir haben da was. So, dann haben wir hier die Produktionsstätten hingestellt, also Produktionsstätten und Lager. Ja, hier. Witzigerweise ist jetzt hier die Werkstatt. Da gibt es dann auch ein Holzlager, ein Getränk. Ja, ist doch egal. Ja, okay. Ist doch völlig egal. Das wird doch aufgeteilt. Hier haben wir die Küche. Genau. Genau, warte mal. So, ich guck mal. Küche. Wir wollen jetzt mal ein paar Leute zum Arbeiten bringen. Ja. Das heißt, Bevölkerung. Ich würde mal, guck mal, die sind alle unzufrieden. Ja. Ja, die haben Arco. Die haben alle keine Arbeit. Ne? Ich werde der Arco jetzt die Küche zu spezialisieren. Die Küche wird gar nicht angezeigt. Aha. Also die Arco kommt da schon mal nicht hin. Ah, dann stell du mal einen da für die Werkbank da. Also ich lasse in der Hobelbank, in der Werkbank lasse ich mal eine Steinaxt herstellen. Was brauchen wir denn noch immer? Einen Holzhammer bräuchten wir auch ab und zu, aber ich glaube, ein Messer ist wichtiger. Messer ist wichtiger. So. Und weil zwar kommt ja jetzt in der Bevölkerung, wir haben mal Arco. Arco, geben wir erstmal einen Job. Arco soll an der Hobelbank arbeiten. Ich würde der Arco das nicht machen lassen. Warum nicht? Nein. Doch. Der ist gut. Der ist ausgebildet. Wieso der? Das ist die. Das ist die, die wir da hingeholt haben. Scheiße, ich muss was essen. Ganz dringend. Ganz dringend. Ich muss was essen. Bin schon wieder fast am Verhungern. Leute, wisst ihr was? Wir gucken jetzt einfach nochmal. Ich nehme mal den Hammer in der Hand. Vielleicht machen wir noch eine Produktionsstätte. Was? Ja, wir müssen ja was machen. Das bringt ja nichts. So, ich habe gegessen. Ich werde hier nochmal eben schnell mal köcheln. Köcheln. Sollen wir die Holzfällerhütte noch bauen? Können wir gerne machen. Ah, die haben wir doch. Nee, wir haben die Werkstatt, nee, ne? Die Holzfällerhütte haben wir nicht, die ist mit dem Gedings da drin. Weil hier kann mit Sägebock und Hobelbank eingerichtet werden. Ja. Holzarbeiter. Du musst immer gucken, dass du auch die Leute da reinpackst, die auch die Holzarbeiter sind. Ach so. Ah, dann mach du das besser. Wenn du bei der Personalauswahl bessere Karten hast, dann bitte. Kommen Sie mal mit. Ich kann gerade nicht, ich koche. Was soll denn das immer? Ach, wenn ich sie mal höre, ich kann gerade nicht. Ja, sie kommen immer dann, anstatt vorher mal zu fragen, haben sie im Moment Zeit? Nein. Dann können sie vielleicht mal, eventuell, wenn sie Lust haben. Guck mal, geht doch. Könnten sie mal hier geht so hinkommen, doch. Bitte. Das wäre allerliebst, wenn sie das schaffen würden, ja. Zu ihm. Schaffen können. Sie das mal so? Eben. Ja, was ist denn? Das wäre sehr gut. Ich muss hier irgendwo. Aber ich weiß nicht. Ja, machen sie. Da war sie. Da, so. Gut. Da war sie, die Vase. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich alles abgegeben. Was haben sie mir denn abgegeben? Nichts haben sie mir abgegeben. Holzstämme 4 Stück. Ja. Machen wir das mal so. Was? Ziemlich verarschen. Ich hatte doch gerade. Also Leute, wir müssen wirklich von vorne anfangen. Und das Schlimme ist, dann aus Versehen hat sie unseren Spielstand, unseren alten gelöscht. Was soll das jetzt? Den hätten wir doch so nicht nehmen können. Nein, aber ich sag's ja, man muss es ja mal. Nee, man muss es nicht sagen. Ja, finde ich aber schon. Die Leute haben Anrecht darauf, das zu erfahren. Ja, wir kommen nicht mehr zurück, Leute. Keine Chance. Also. Keine Schnitte. Aber wir wären eh nicht zurückgegangen. Geht gar nicht. Das stimmt. Wir hätten eh nichts machen können. Ich hoffe, dass die Kompatibilität demnächst besser wird. Ja, ich lache mich schon kaputt. Da wird wohl demnächst wird man wieder Spielstände, was kommen, und dann stehen wir wieder da. Spielstände dann wieder nehmen kann oder so. Oha. Ach Mann, immer dieser Holz.
Ich finde immer noch Holzstämme, ey. So, fertig. Da fehlen noch Holzstämme. Hol noch. Ja. Ja. Dann hast du da ein Holzlager und da ein Holzlager. Ja, wir haben viele Holzlager, muss man sagen. Aber ist egal. Ist egal. Also hier können wir zum Beispiel Stöcker machen, aber wahrscheinlich noch später andere Sachen. Vorsicht. Entschuldigung. Hier haben wir einen Aluminiumlagerzugriff. Haben sie schon wieder. Ja, sie müssen sehen, da kriegen immer nur einen davon. Und was wir jetzt auch, oder was ich jetzt rausgefunden habe, auch eine sehr geile Sache, ich zeige euch das mal eben. Wir fällen jetzt hier diesen Bäum. So, einmal, zweimal, zack. So, passt auf, damit ihr seht, dass es kein Trick ist. Jetzt haben wir hier noch diesen Stumpf. Und da haben wir gesagt, jetzt nehmen wir mal eine Schaufel. Hier habe ich die Schaufel. Und wenn wir jetzt da rauf gehen, schwupp. Ein Holzstamm, mal eben mit einem Klick, also nicht das stundenlange draufgehämmert. Soll ich mal zu dem Dings hier jemand da hinzufügen? Ja, ja, machen Sie mal. Zum Arbeitsplatz? Na klar, die sind da alle hungrig. So, pass mal auf. Die ist an der Hobelbank, dann hole ich mir den Kaifu Kitafuyu und den werde ich. Können wir den Namen nochmal, wen Sie jetzt da genau meinten? Ich hab das jetzt nicht. Können Sie den Namen nochmal nennen? So, was soll der machen? Was soll der denn machen? Soll der Stücke machen? Können Sie den Namen nochmal eben? Ich brauche den Namen. Ja, Kitafuyu. Achso, okay. Was soll der denn machen? Ja, irgendwas geben Sie im Auftrag, was wir am meisten brauchen. Ja, erstmal Holzstämme, ne? Ja. Oder nicht? Ja, wer am besten. Nadelbaum, Laubbaum, hochwertigen Nadelbaum. Oder was soll er machen? Überlasse ich ihn. Der braucht eine Axt. Scheiße, ich muss ihm eine Axt zuweisen. Ja, dann wie macht man das denn? Indem sie mal eine Axt da reinlegen, die sie in der Hand haben. Hä? Geht das denn? Ja, ich komme mal hier. Ja, machen Sie das mal. Nee, was? So, wen haben Sie jetzt da genommen? Arbeitsplatz. An der Hobelbank, da haben wir doch schon jemand. Ist doch Akku. Akku wollte. Meine Güte, nee. Wo ist der denn wohl? Wo arbeitet der jetzt? Ja, ist ja gut, bleiben Sie öppen. Mein Gott. So, und da wollen Sie jetzt eine Axt. Kein zulässiges Werkzeug, ja genau. Nee, dann geht das so einfach nicht. Benötigt eine Axt. Dann brauchen wir noch eine Axt. Ach so, ich habe gar keine Axt in der Hand, okay. Dann mache ich das jetzt nochmal. Ich war jetzt im Glauben, ich hätte eine Axt in der Hand. So. Nee, macht er doch nicht. Warum macht er das nicht? Was soll das? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Warum macht er das nicht? Weil wenn er kein passendes Werkzeug hat, dann kann der auch nichts machen. Logische Geschichte. Ja, ne? Sie sind ja wieder sehr schlau. Ja. Schön, dass sie das auch mal, ja. Also müssen wir eben vielleicht eine Axt, eine zweite Axt mal gucken. Oh, warte. Und eine dritte Axt. So, ein neuer Versuch. Arbeitsplatz. Sie können mit einer Holzschaufel? Nö. Wähle einen Werkzeugname, Menge, Haltbarkeit, Werkzeug, Wirksamkeit. Was ist da los? Okay, das reichen wir nach. Ah, wir reichen das nach. Kein Problem. Wir reichen alles nach. Grab mal hier aus, die müssen ja hier nicht rumstehen, die kleinen Dinger, ist das, ne? Haben Sie keine Sorgen. Wir reichen alles mal. So, jetzt renne ich hier mit der Schaufel rum. Und graben wir alles aus. Ein paar Bäume weggemacht. Sind die alle schon. Ach, Sie machen jetzt die Stümpfe weg, ja? Ja, ich wollte das auch mal zeigen. Ah, okay.
Ist cool, ne? Ja, ja, ja. Was halten Sie davon, wenn wir mal so einen kleinen Ausflug machen in dieser Folge? Was halten Sie davon, wenn wir mal gucken, wie der endlich eine Axt kriegt? Außerdem müssen wir was zu essen mitnehmen. Wenn Sie schon irgendwo hinreisen wollen. Ich habe noch ein bisschen, habe ich noch. Ich warte mal, ich muss was loswerden, haben Sie recht. Ist er denn jetzt hier am Arbeiten oder ist er noch gar nicht da? Ist er gar nicht da, der Vogel. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Okay. Sie müssen dem, glaube ich, eine Axt da in die Dynastiekiste legen. Ach so. Ich stell mal eine her. Dafür brauche ich noch Steine. Ja, ich habe Äxte hier. Wo sollen die rein? Ja, hier, guck mal her. Schmeiß die doch einfach mal in die Dynastiekiste hier. Ja, mache ich. Und dann gucke ich mal, ob ich den dazu weise. Ja, versuch mal. So, pass mal auf, Kollege. Du brauchst, was habe ich dir gesagt? Da, den Kitafuyu. Arbeitsplatz, genau, eine Axt. Siehst du, jetzt geht das. Ah, okay, alles klar. Seht ihr, jetzt haben wir das. Also eine Steinaxt. Und die Haltbarkeit und alles ist da auch schon angegeben dann. Noch eine Steinaxt. Siehst du, jetzt hat er die Steinaxt. Und der macht jetzt. Ja, ich habe zwei Äxte da reingepackt. Kannst also auch die andere Aufgabe auch machen. Also hier Bambus, ja? Hm? Ja, dann mache ich das. Hab ich. Sehr schön. So, der macht jetzt die Arbeit. So, jetzt muss ich nochmal gucken, die Dame, die du da. Ja, die kommt jetzt gerade. Die ist, glaube ich, auch so aller Hobelbank. Arbeitsplatz verwalten. Du hast ja auch schon alles gemacht. Hi. Also so kriegen wir die schon mal an der Arbeit. Dann sind die schon mal glücklich. Ich habe der Miko Shiome geholfen. Hast du von ihr gehört? Nee. Es war nur ein gekochtes Ei, kein großes Opfer. Es war mehr, als die meisten hier tun würden. Ich denke, der Schrein wird von nun an mehr Besucher bekommen. Ah, sehr schön. Der Alte leidet, aber er lebt noch. Seine Familie wird dankbar dafür sein. Sie werden auf sich zukommen. Das ist eine schwere, aber viel zu essen haben wir aber nicht mehr, ne? Kann man den Lauch... Hör mal! Weißt du eigentlich, dass wir den Lauch am Trockenfeld machen können? Hm. Hast du jetzt was weggenommen? Nein. Ja, super. Wir haben nichts mehr zu essen im Schrank. Ja, dann müssen wir ganz schnell mal ein bisschen was essen. Das ist alles weg. Wo war denn die Jägerhütte? Da konnten wir doch einen Bogen herstellen. Vielleicht sollten wir den jetzt auch mal eben machen. Ich glaube, die ist noch gesperrt. Nee, ich glaube nicht. Ich guck mal nach. Das sind ja dann Dorfbahnen, nicht wahr? Ich grab mal hier ein bisschen aus, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Produktionsstätten. Nee, Jägerhütte ist noch gesperrt. Oh, meine Holzschaufel wurde zerstört. Das ist nicht so gut. Da brauchen wir Dynastiestufe 7. Ah. Da sind wir also. Was haben wir für eine Dynastiestufe? Na, erraten Sie es? Wir haben Dynastiestufe 6 natürlich. Genau, und wir brauchen Nummer 7. Also gehen wir nochmal. Dann gehen wir nochmal ein bisschen spazieren. Nee, können wir nicht, weil wir haben nichts zu essen. Bärchen unterwegs und Wurzel. Komm. Ja, die muss aber erstmal braten. Nein, du musst nichts braten. Kommen Sie jetzt. Bobus musst du braten. Ja, du musst gar nichts braten. Wir können. Warte mal, aber bevor ich möchte, ich aber ein Speer herstellen. Ich habe ein Messer, glaube ich. Ich stelle ein Speer her oder ein Messer. Ich mache ein Messer. Okay. Ein Messer und ein Speer. Messer ist für Wildschweine ganz gut. Weil die sind immer so gemein zu mir. Sind immer so schweinisch, ne? Ich gehe schon mal Richtung Brücke. Ja, die Brücke müssen wir ja auch noch machen, ne? Ja, da kommt ja dann später. Es sei denn, Sie wissen, wie das geht. Natürlich weiß ich, wie es geht. Okay. Weil da können sie ja auch noch einen Arbeitsplatz zu bauen. Guck mal, die sind hier alle irgendwie dabei am Bauen. Wir gehen mal da hinten hin. Kommt mal mit. Ihr kennt das ja noch, Leute. Was ist denn mit dir? Ich steht hier nur so doof rum. Brauch mal ein paar Steine hier. Sonst fehlen mir immer Steine für irgendwelche Klamotten. Naja, wir nehmen mal mit. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Die sind ja gestackt.
So, hier ist ja die Chiome. Ja. In 300 und noch was rennt auch noch jemand rum. Mhm. Aber da kommen wir nicht rüber, weil wir dann über die Brücke müssen. Das ist ja kein Problem. Wir können ja übers Wasser klettern. Wir müssen unbedingt einen Jäger finden. Mhm. Hier können Sie noch ein paar Bärchen einsammeln. So, sagen Sie mir mal, wie ich das jetzt hier bauen soll. Warten Sie mal, ich mach mal zwei. Machen Sie mal ein paar Bärchen hier weg. Ah, warte mal. Der zeigt mir hier gerade was an. Dorfbeleuchtung können wir jetzt machen. Ah, einen kleinen Lampenständer mit zwei Brettern hat er mir jetzt angezeigt. Den haben wir wohl jetzt neu. Wo sind denn diese komischen Sonderbauwerke? Wo finde ich die? Ja, hier müssen sie doch hin. Ja, wo finde ich die? Spezialprojekt. Ja. Errichte ein Werkstatt. Einfache Bauwerke, Schema wird im Fortschritt. Ja, wo sind die? Ja, ist das denn zu glauben? Ich habe hier einen Glockenturm, ich habe hier kleine Bauwerke, Tore, spirituelle Dorfbauwerke, aber wo sind die anderen? Wir gucken einfach mal. Ich sehe die nämlich nicht. Ah, hier ist was, warte mal. Papiermacher-Einrichtung haben wir jetzt auch. Aha. Schmiedeeinrichtung. Jagdhütte, können wir doch machen. Ja, ich kann sie nicht machen. Ah, Moment, ist Einrichtung, alles klar. Sind nur die Einrichtungsteile. Also das ist es nicht. Ja. Ach so, das sind nur die Einrichtungsteile, okay. Das ich, ist es auch ich find's gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Lager, Dienstleistungs-, Gasthäuser haben wir auch da, nicht. Da, ich hab sie. Wo ist sie denn? Bei den einfachen Baudingern. So, jetzt kann ich hier eine setzen. So, wir brauchen noch Bambuse. Ja, Bambuse ist hier ganz einfach. Und Bretter. Ich hack mal eben was weg, ne? Ja, Bambuse hole ich gleich. Ich weiß, wo ganz viel gibt. So, Bambuse. Nämlich hier. Da. Ich hab mal eben da ist mein Weg zu dem Bambuse. Hier so. Ja, aber ich kann doch die Bäume hier weghauen. Gibt es tonnenweise Bambuse. Guckt euch das an. Also doch kein Ausflug. Wir machen jetzt das Spezialprojekt. Den Ausflug gibt es dann. Sollen wir dann noch eine Folge nachmachen mit dem Ausflug? Obwohl, das kennen die ja schon. Oh. Ja, das haben wir doch alle schon gesehen. Na, stimmt. Ich mache noch eben kurz ein paar Bäumchen weg hier. Na, gucken wir, ob wir noch ein paar... Ey, was ist hier los? Ich brauche ein paar dicke Bäume. So geht das nicht. So, ich habe schon 13 Bambuse. Dafür brauchen wir gar nicht. Hallo? Was ist denn hier? Das ist... Hallo? Das ist... Das ist der Herr Hoxen, seine Bambus. Was ist das? Ja, komm mal her zu mir. Der kann ich doch nicht. Der wird dir gefallen. Der wird dir richtig gefallen. Nee, ich glaube nicht, dass er mir gefällt. Ich versuche nochmal. Das ist der Hoxen, sein Bambus. Ich schwör. So, jetzt noch. Ist gut, ne? So, ich komme mal runter und jetzt baue ich mal da. Hammer in der Hand. Und jetzt geht's los. Ah, die Bambuse kommen jetzt. Ja. Hammer in der Hand. Jawohl. So, müssen wir jetzt wieder... Ja, wir müssen was hinzufügen. Genau. So, was müssen wir hinzufügen? Baumstämme 20 und 40 Bretter. Okay, dann machen wir das. Wir müssen Bäume fällen, aber Leute, ihr kennt das ja schon. Genau. Dann werden wir hier Leute hinzufügen und die bauen dann die Brücke fällen. Und vorher gehen wir noch schlafen, ne? Ja, denke ich auch mal. Dann würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns nachher. Also, macht's gut. Tschüss.